Ja, heute ging es um den WebTech-Standort und wie das die Nachbarschaften verändert. Wir haben in Friedrichshain-Kreuzberg, insbesondere in Kreuzberg, die Tendenz, dass immer mehr Firmen aus dem Bereich Start-up und Internet nach Kreuzberg wollen und dort, sagen wir mal, auch so eine richtige Marke sich ausbildet. Also dass das so ein WebTech-Standort ist, dieser Bezirk. Und dadurch, so ist die Befürchtung, wird im Grunde die Aufwertungsspirale und die Verdrängungsspirale noch weiter nach oben gedreht. Und wir versuchen eben natürlich, insbesondere bei der Frage Wohnen, aber auch jetzt zunehmend bei der Frage Gewerbe, versuchen wir dahingehend zu arbeiten, dass eben es auch bezahlbare Gewerberäume gibt für Kultur, Soziales, aber auch für Kleingewerbe, was eben aus der Nachbarschaft sehr nachgefragt ist, aber wo eben auch viele Existenzen dranhängen. Ja, also Lösungsansätze gibt es natürlich immer viele und auch die Mischung macht es. Eine Sache, die es zum Beispiel eigentlich bräuchte, ist sowas wie eine kooperative Baulandentwicklung für Gewerbeflächen. Also das, was es im Wohnungsbereich schon gibt, dass wenn ein neues Baurecht geschaffen wird, dass dann eben 30% für bezahlbares Wohnen reserviert wird. Und dasselbe fürs Gewerbe wäre eigentlich nicht schlecht. Wir haben viele große Gewerbeprojekte und wir müssen jetzt immer nur über den Dialog und die Freiwilligkeit und versuchen, dass sich vielleicht im Hintergrund Leute vernetzen, es erreichen, dass überhaupt ein gewisser Anteil an bezahlbaren Räumen dann geschaffen wird bei Neubauprojekten. Was wir aber auch brauchen, das ist, glaube ich, eine Art Allianz. Also wir müssen gucken, dass die Unternehmen, die nach Kreuzberg kommen und Friedrichshain, die genau dieses Flair suchen, dass die erkennen, dass da ein Problem ist, wenn sie mit ihrem Geld, mit ihren hohen Löhnen, mit ihren hohen Gewerbemieten, die sie zahlen können, reingehen in diese Quartiere, dass sie dann auch etwas von dem, wohin sie eigentlich wollen, was sie nachfragen, auch zerstören. Und dass wir da vielleicht eine neue Allianz brauchen mit Unternehmen, mit großen Unternehmen insbesondere, um dann eben auch ja, eigentlich die Immobilien zu sichern und dauerhaft auch bezahlbaren Gewerberaum wie eben auch Wohnraum zur Verfügung zu stellen.